probiert zur Tag- und Nachtgleiche doch mal Folgendes aus. Befestigt einen Nagel senkrecht auf einem stabilen Buch und richtet es wie gezeigt mit einem Kompass aus. Wenn ihr dann das Buch so aufklappt, dass der Schatten mit der Ost-West-Linie zusammenfällt, habt ihr den Nagel gerade um euren Breitengrad nach Süden gekippt. Aber warum ist das so? Zur Tag- und Nachtgleiche steht die Sonne senkrecht über dem Äquator. Die Schatten dort fallen also alle auf die Ost-West-Linie. Jenseits des Äquators folgen sie ebenfalls dieser Linie, sie ist aber je nach Breitengrad verschoben. Durch das Neigen wird der Nagel parallel zu einem Nagel ausgerichtet, der am Äquator senkrecht stünde. Auf einer flachen Erde würden die Schattenspitzen übrigens an jedem Standort einem Kreis folgen und nicht einer Geraden. Das widerspricht aber der Beobachtung, die jeder machen kann. Selbst ein paar Tage vor und nach der Tag- und Nachtgleiche folgen die Schatten ziemlich gut einer Geraden. War wohl nichts mit der flachen Erde.